Der alte Yusuf und die himmlische Verfassung, Schlusswort. Als Schlusswort kann ich nur die Worte des ersten Bandes wiederholen. Es war für mich eine überaus große Freude, diesen Mann kennengelernt zu haben. Ich hoffe, es geht euch wie mir, und ihr denkt über seine Worte im Gebet nach, reflektiert sie. Nehmt sie mit ins Gebet, doch beginnt nicht, sie zu zerpflücken und zu kritisieren, denn dann hättet ihr nichts von seiner Kraft und vom Wort Gottes verstanden. So möchte ich auch am Ende dieses zweiten Büchleins gar nicht viele Worte machen, die die Kraft seines Inhaltes einer einfachen Seele, wie ich sie kennenlernen durfte, schmälert. Ob ich ihn so je wiedersehen werde, ist wie gesagt ungewiss, denn die Zeiten sind unruhig geworden und die Lebensjahre vorgerückt. Wie auch immer, lasst euch die Freude am Glauben an Jesus Christus durch nichts und niemanden nehmen und denkt daran, dass nur die geschwisterliche Kirche dem Übel entrissen werden wird. Es ist nur dieser Weg, der uns echte Schätze im Himmel bringt. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Talente. Nutzt diese für das Reich Gottes. Wenn euch einer deswegen den Ruhm stiehlt, freut euch, denn ihr werdet ihn im Himmel bekommen für ewig. Mit den Worten Yusufs möchte ich deshalb hier schließen. So segne ich euch von ganzem Herzen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Autor: Maria Empfängnis 2016.